zusammen, Rupi hier, schön, dass ihr wieder reinschaut. Ja, heute bei mir hier auf dem Tisch der niegelnagelneue Konkavenator von Schleich für 2024 mit der Nummer 15041. Ja, zu ihm gibt's einiges zu erzählen, zu sagen und vor allem auch zu vergleichen. Ne? Denn die Sammlerwelt haut schon wieder auf den neuen Figuren rum, was ich nicht ganz so nachvollziehen kann. Es wird vieles sehr, sehr, sehr schlecht geredet, was es eigentlich gar nicht verdient hat. Wir sind hier im Spielzeugfigurenbereich. Und ja, ich gebe euch recht, ich wünsche mir hier manchmal auch weniger Berg- und Talfahrt, sondern dass man auch irgendwo einen roten Faden erkennt, einen gewissen Anspruch, eine Kontinuität, nicht zu viel Höhen und Tiefen, sondern dass man erkennen kann, dass man bei einer bestimmten Serie, wie zum Beispiel hier den Dinosauriern, ein gewisses Niveau hält. Und das ist hier bei den Schleichdinos nicht immer gegeben. Wir wissen es von den vergangenen Figuren. Es ist immer noch eine Berg- und Talfahrt, aber dennoch hoffe ich, meine ich erkennen zu können, dass sich hier was tut. Ja, so auch dieser Konkavenator, der nicht ganz so groß geworden ist, wie ich vermutet habe, aber ja, so groß war er ja auch gar nicht. Von dem her kann ich es verstehen, dass man ihn nicht ganz so groß gemacht hat. Und eins vorweg, also das hier ist mit Sicherheit nicht das schlechteste Modell auf dem Markt, was du kriegen kannst. Wenn man Besseres oder Realistischeres sucht, dann sollte man sich eher im Resin-Bereich umschauen und nicht bei Spielzeugfiguren. Ne? Man muss das immer wieder mit dazu sagen. Und ja, wenn du das Ding hier vor dir auf dem Tisch hast, dann denkst du auch erstmal kurz, Holdrio die Waldfee. Was für Farben, die knallen halt mal richtig rein, aber ja, wir waren alle nicht mit dabei, kann sein, möglich ist alles. Er hat auch ein knallrotes Auge bekommen, ja, aber trotzdem, du hältst dann die Konkurrenz daneben und kriegst dann plötzlich ein ganz anderes Verhältnis zu der Schleichumsetzung, ist so. Aber eins nach dem anderen, kommt hier im Blister, so habe ich es aus dem Schleichshop bekommen. Im Laden ist der Blister natürlich nicht mit dabei. Die Schleichfähnchen werden gefühlt immer noch größer. Das werde ich hier alles mal wegmachen. Übrigens, auf dem Blister findet ihr auch die Produktnummer von diesem Dinosaurier. Das Fähnchen werde ich auch mal schnell entfernen. Und bevor wir hier näher in die Details gehen, würde ich sagen, stelle ich ihn hier mal auf den Tisch. Lass ihn 360 Grad drehen. Lese euch mal vor, was Schleich dazu geschrieben hat. Zumindest auszugsweise und dann noch ein paar Fakten zum Konkavenator im Allgemeinen. Mit seiner gelb-grünen Echsenhaut und dem feuerroten Höcker auf dem Rücken sieht der Konkavenator irgendwie giftig aus. Sein feuerroter Höcker auf dem Rücken ist beeindruckend. Wofür der wohl gut ist? Auch seine Körpergröße von 6 Metern verschafft dem Urzeitriesen Respekt. Wer sich dennoch mit ihm anlegt, merkt schnell, dass der Konkavenator nicht zu Scherzen aufgelegt ist. Sein mächtiger Kiefer klappt bedrohlich auf und zu und er entblößt seine messerscharfen Zähne. Ja, Schleich gibt hier eine Größe von 22 x 8,7 x 6 cm an. Ich werde es gleich noch nachmessen. Ja, zum Konkavenator allgemein, heißt auf Deutsch übersetzt ganz grob Jäger, aus Cuenca. Er war ein Theropode und wird zur Familie der Carcharodontosaurier zugeordnet. Er wurde um die 7 Meter lang, 2 Meter hoch und wog gut eine Tonne. Sein fast vollständiges Fossil wurde in Spanien bei Cuenca gefunden, wo er vor circa 130 bis 125 Millionen Jahren lebte. Das Besondere bei diesem Dinosaurier sind zwei knöcherne Höcker, sprich verlängerte Dornfortsätze an den Rückenwirbeln, wobei der zweite vordere Höcker rund viermal so groß ist als der hintere. Über die Funktion ist jedoch wissenschaftlich nichts belegt. Man vermutet, dass diese Höcker je nach Form, Höhe oder Färbung als Ballschmuck oder der Rangordnung unter den Tieren diente. Ebenfalls entdeckte man auffällige Erhebungen an den Ellen und Oberarmen, welche auf Protofedern hindeuten könnten. Ja, all diese Informationen hätte ich mir eigentlich auch gerne von Schleich zu dieser Figur hier gewünscht. Das finde ich immer ein bisschen schade. Früher waren auch so kleine Schilder, Zettel mit dabei, wo einfach ein bisschen mehr Beschreibung zum Dinosaurier mitgegeben wurden. Ich meine, es ist edukatives Spielzeug.
in Form von Figuren, bisschen Text wäre da immer sehr sinnvoll. Ich sag's nur. Was die Größe angeht, das messe ich hier gleich mal nach. Hier komme ich auf eine Länge von ca. 21,8 cm, nicht ganz 22. Und wir haben hier eine Höhe am Kopf gemessen von 7,6 an diesem Höcker gemessen. Jo, 8,7 cm bei meiner Figur. Der Schwanz hinten, der übrigens wunderbar lang ist, ist leicht gebogen. Das kann von Figur zu Figur leicht abweichen. Darum ist die Schleichvermessung schätzungsweise auch ein bisschen länger. Ja, die Farben sind mega krass. Wir haben hier ein Smaragdgrün, was in helles Grün übergeht. Dann hier oben komplett über den Rücken auch das Segel in einem dunklen, kräftigen Rot. Und zudem wurde hier auch noch ein Braun drüber gestrichen, was dem Ganzen, ja, ein bisschen schmutziges Aussehen gibt. Man sieht auch hier, dass diese Skulptur wieder eine andere Handschrift von einem anderen Skulpteur trägt, als zum Beispiel der Allosaurus dieses Jahr gemacht wurde. Das ist sowas von überdeutlich. Der Allosaurus hat unfassbar definierte Details. Das hier ist ja alles wieder eher ein bisschen, ist nicht böse gemeint. Wischiwaschi, ne? Ist nicht böse gemeint. Wirklich. Also, krasse Farben. Ich sag dir, wir waren alle nicht mit dabei. Erinnert halt ein bisschen an eine Smaragdeidechse auf zwei Beinen, vom Rot mal abgesehen. Man hätte ja eigentlich auch den Kiefer ein bisschen blau färben können. Also von dem her, ja, wie man jetzt hier auf diese knallroten Augen kommt, ist mir ein absolutes Rätsel, weil das ist halt definitiv Billig-China-Niveau. Soll ihn das gefährlicher wirken lassen? Ich weiß es nicht, aber wäre jetzt nicht meine erste Wahl gewesen. Ich kann auch nur hier an dieser Stelle Schleich empfehlen. Probiert's vielleicht mal mit einem Gold und einer schwarzen Pupille. Ihr glaubt gar nicht, was das für eine tolle Wirkung hat. Dann sollte man halt vor allem auch aufpassen, dass das Rot nicht über das Auge drüber gemalt wird. Auch das ist eigentlich schon wieder viel zu groß geworden. Man kann hier ganz schwach Augenlider erkennen. Die Kopfform ist hier sehr prägnant. Ich habe mir eben nochmal das Fossil angeschaut. Also ich weiß nicht, der Kopf wirkt hier vielleicht ein bisschen zu spitz. Zumindest im vorderen Bereich. Der Unterkiefer ist auch relativ flach geworden, hier vorne an der Spitze. Nach hinten, klar, wird es ein bisschen breiter. Das Maul können wir hier öffnen. Das hier ist das Maximum. Das Kiefergelenk funktioniert einwandfrei, ist nicht locker, hat einen gewissen Widerstand. Das heißt, ihr könnt hier auch das Maul in unterschiedlich geöffneten Posen darstellen, ohne Angst haben zu müssen, dass euch der Unterkiefer runterklappt. Also das ist schon mal sehr gut. Die Zähne, seht ihr, stehen eigentlich über von oben, haben sie in weiß bemalt. Die Zähne sind relativ gleichmäßig. Hier vorne ist so eine ganz winzige Spalte zu sehen. Hier geht's weiter. Wenn ihr das Maul richtig schließt, seht ihr die unteren Zähne nicht. Wenn ihr es öffnet, sind sie da. Hier ebenfalls bemalt. Die Zunge, die Haut zwischen Unteroberkiefer und der ganze Gaumen wurde hier in rosa bemalt. Hier oben auch einfach nur so Querrillen. Also nicht unbedingt schön definiert, ist relativ einfach gemacht, genauso wie die Zunge. Ja, hier hinten seht ihr schon das Gelenk vom Kopf. Hier das Auge von dieser Seite. Das sitzt, die Pupillen sitzen. Also guckt nicht eins nach hinten und das andere nach vorne. Das sitzt schon gleichmäßig, wie ich finde. Das ist schon okay. Dann hier am Kopf die Schuppen, das meine ich mit ja ziemlich wild und nicht definiert skulpturiert. Ihr seht hier halt eine Schuppenstruktur, aber das ist schon ziemlich, ja. Ich finde schön, dass man hier um die Lippen rum noch etwas kräftigere Schuppen skulpturiert hat. Hier keine besonderen Schuppen, die hier über den Kopf drüber gehen. Man kann hier schön die überstehenden Hornplatten vom Schädel erkennen, über das Auge. Das Auge sitzt ein bisschen tiefer drin, aber nicht zu tief, das ist okay. Der Unterkiefer, ja, jetzt auch nicht irgendwie besondere Details, die man hier sehen kann. Ist schon recht einfach gemacht und die Schuppen auch recht flach gehalten. Ja, und wie der Kopf hier angesetzt ist auf dem Körper, ist auch nicht unbedingt raffiniert gemacht. Das hätte man vielleicht, keine Ahnung, durch irgendwelche etwas anders angeordnete Schuppen doch etwas besser verstecken können. Ne? Ihr seht es hier halt, hier ist so ein richtiger Rand. Und das ist nicht schön. Das möchte ich bei einer Figur nicht sehen. Auch nicht bei einer Spielfigur, ganz ehrlich. Ja, auch Kinder haben einen Anspruch. Also, nee, das wird hier leider nicht erfüllt. Schade.
Du hast auch das Gefühl, dass dieses Braun hier bis zum Hals drüber gebürstet wurde und dann plötzlich am Kopf ist ja gar nichts mehr zu sehen. Da wird es halt einfach nur noch rot. Und darum sieht man hier halt den Absatz vom Kopf zum Körper hin nochmal deutlicher. Also das hätte man schöner lösen können. Ein bisschen unglücklich. Ja, ansonsten die Kopfform, wie schon gesagt, erläuft man hier vielleicht ganz ein Müh zu spitz zu. Ein Müh. Also, guckt euch das Fossil an und der Unterkiefer wirkt hier etwas zu flach, ganz einfach. Ja, darum hier von einem kräftigen Unterkiefer zu schreiben, weiß ich nicht. Was ist da kräftig dran? Hinten ja, aber vorne, da hast du ja Angst, der knickt ab, wenn er einmal richtig zubeißt. Ne? Also von dem her, nee, tut mir leid, bin ich nicht so ganz dabei. Was das Farbenspiel hier angeht, dieses hellgrün, smaragdgrün und dieses braun dazwischen, ist eigentlich gar nicht mal so schlecht, wobei mir ja ein definiertes Muster besser gefallen hätte, wie diese ja Kreidestriche. Sieht hier stellenweise aus wie Kreidestriche auf einer Straße, wo es hier einmal drüber geregnet hat. Es ist nichts wirklich definiert. Das finde ich ein bisschen schade. Ja, wir haben hier dieses Smaragdgrün, dann läuft es hier in dieses hellgrün rein und da haben wir hier noch wie so Streifen, die hier quer runterlaufen. Kann man das, ich hoffe, das kommt rüber. Und dann auch noch dieses Braun drüber gebürstet. Also das ist schon extrem wild. Auf der Seite sieht man es vielleicht noch ein bisschen besser. Ne? Wie so Kreidestriche, die hier noch runtergehen. Und dazu kommen ja auch noch die tiefen Strukturen vom Modell selbst. Ne, hier, diese Querstriche und so weiter, die gar nicht so schlecht sind, die sind eigentlich gut skulpturiert, aber das ist dann halt schon ein bisschen, ja, Overload fast, ne? Nochmal, nichts gegen dieses Smaragdgrün, auch nichts gegen das Hellgrün und schon gar nichts gegen das Rot, denn wahrscheinlich diente es auch zur Werbung oder zur Rangstellung. Von dem her kann das schon kräftig sein, das ist okay. Find's auch schön, dass man es hier noch in den Kopf über bemalt hat. Und dann noch der ganze Rest hier mit dazu. Ja, das ist schon wirklich wild. Darum sage ich, vielleicht ein definiertes Muster wäre vielleicht doch schöner gewesen. Vielleicht macht mal der eine oder andere Sammler ein Repaint. Denn die Skulptur an für sich, ich sag's nochmal, abgesehen von dem Kopf, wie spitz der hier zuläuft und so weiter, ich finde den gar nicht mal so schlecht. Denn die Schuppen werden hier am Körper definierter. Die Schuppen wurden wirklich extrem fein gearbeitet. Es geht durch die vielen Farben leider ein bisschen verloren und da sollte man aber nicht drüber wegsehen, denn ihr seht hier und da auch noch einige Osteoderme, gerade hier am Rücken seitlich entlang verlaufen. Seht ihr das? So kleine hervorstehende Osteoderme, das ist sehr reizvoll, gefällt mir sehr gut. Ja, diese hier auch noch gefühlt mit diesem Braun betupft haben. Es kommt natürlich durchs Drüberbürsten, dass es hier halt ein bisschen kräftiger hängen blieb, aber es gefällt mir eigentlich gut und es zieht sich hier wirklich bis nach hinten. Hier, bis dahin geht das Ganze. Das ist eigentlich nicht schlecht gemacht, wie ich finde. Ja, man sieht hier auch nette Falten, die hier auch ein bisschen untergehen, gerade zu den Armen hin. Die Länge der Arme ist okay. Die Krallen, schade, dass man es nicht noch ein bisschen hat spitzer und länger machen können. Dann hier auch noch ein grauer Fleck mitten auf dem Grün drauf, wo es eigentlich nicht hingehört. Durch die Falten haben wir aber hier schöne Kontraste von dem Hellgrün zum Dunkelgrün rein. Ja, die Pose der Arme ist relativ einfach. Die Krallen übrigens auch wieder so seitlich und nicht nach vorne hängend. Ich wollte es nur anmerken, das Grau der Krallen, der stumpfen Krallen, wurde hier rundherum bemalt. Das ist auch schon wieder sehr positiv anzumerken. Die Struktur der Finger ist halt extrem einfach wieder. Ja, man hat hier so schöne feine Schuppen, die man erkennen kann. Und dann läuft es hier so grob aus. Das ist ein bisschen schade. Das ist rein optisch und von der Ästhetik nicht ganz so schön umgesetzt. Auch die Muskulatur im Brustraum nicht unbedingt jetzt herausgearbeitet. Hier sind wir wieder ein bisschen beim Wischiwaschi, auch was die Schuppen angeht. Aber nochmal, ich möchte den auf gar keinen Fall schlecht reden, denn das sind wirklich nette Details. Auch die Falten, achtet da mal drauf. Lasst euch nicht immer von den Farben blenden. Achtet auf die Skulptur, das was unter der Farbe sitzt. Und das kann man hier auch ruhig mal loben. Sind sehr, sehr viele feine filigrane Details. Auch die Falten vom Schenkel her weggehend. Die Muskeln wurden jetzt nicht großartig hervorgehoben. Es gibt ein paar Erhöhungen, Vertiefungen, aber auch nicht wirklich so eindeutig. Ne? Ja, dann der Übergang in den Waden. Schöner, kräftiger Waden. Die Beine sind sehr lang, wenn er mich fragt. Eigentlich ein Müh zu lang. Ist aber auch nur meine Meinung. Guckt euch das Fossil an. Das Bein hätte ein
bisschen kürzer werden müssen. Ein kleines bisschen. Das finde ich etwas zu lang. Ich finde es auch schön, dass die Zehen getrennt sind. Die Krallen vorne haben sie ebenfalls wieder mit Grau bemalt. Die Füße sind natürlich entsprechend flach, aber auch da hätte mir eine kleine Ballenandeutung doch noch etwas mehr gefallen. Die Krallen deutlich abgesetzt, wie schon gesagt, hier der Fuß mit sehr erhabenen Schuppen. Eine Innenklaue kann man hier auch noch finden, die sogar absteht. Warum sie die jetzt nicht mit Grau bemalt haben, ja, ich kann es euch nicht sagen. Aber ich finde es gut, dass die Krallen wenigstens abstehen und nicht anliegen. Das ist schon okay. Ja, also sehr massiver Fuß, dann hier wird es sehr, sehr, sehr dünn. Dann im Wadenbereich wird es wieder ein bisschen kräftiger und der Schenkel wurde ziemlich breit hier angedeutet. Die Füße, ich sag's nochmal, müh, also nur ein bisschen zu lang. Schaut euch das Fossil an. Oder es wirkt halt ein bisschen unglücklich, weil die Latschen definitiv zu groß sind. Ne? Das finde ich, haben sie hier wieder ein bisschen besser gelöst. Ne? Hier sind die Füße nicht ganz so breit, aber er stützt sich halt auch auf seinem Schwanz auf. Von dem her konnte man das hier machen. Die Figur muss ja stehen, darf auch nicht so schnell umfallen. Von dem her, ich kann schon nachvollziehen, dass man das so groß macht. Und ich kann es ja immer wieder sagen, es ist eine Spielzeugfigur. Ja, kein Anspruch auf Ultrarealismus. Muss man immer wieder mit dazu sagen. So, und dieses Schuppenmuster zieht sich halt über den kompletten Körper. Ne? Hier sind sie mal wieder ein bisschen größer, dann wieder ein bisschen flacher. Hier unten, ja, weiß ich nicht, soll das eine Ader darstellen oder einfach eine Falte. Nach hinten wird es dann halt, ja, ein bisschen einfallslos. Ne? Es zieht sich halt einfach so bis nach hinten durch. Der Schwanz hat eine schöne Länge, by the way. Hätte etwas spitzer zulaufen können, aber natürlich nicht im Spielzeugbereich, ist auch klar. Das Rot haben sie zum Glück sauber drüber gezogen. Auch hier wurde das Braun nochmal drüber gebürstet, wie man sehen kann. Und seitlich halt die Osteoderme. Ja, und dieses Segel hat halt auch exakt genau das gleiche Schuppenmuster wie der Körper. Das finde ich dann auch schon wieder, ja, wischiwaschi, ne? Man weiß ja auch nicht, ob es hier tatsächlich eine Lücke gab zwischen diesem Dornfortsatz am Rückenwirbel und am Schwanzwirbel. Ging es tatsächlich über, dann war das mehr oder weniger nur eine gespannte Haut. Und die dann auch so schuppig zu gestalten, weiß ich nicht. Vor allem halt ziemlich grobe Schuppen, ne? Ja, wie auch immer. Ich finde, es ist kein schlechtes Modell, wenn man es mal mit den anderen vergleichen möchte, die so über die Jahre auf den Markt kamen. Da ist der jetzt auch nicht besser oder schlechter. Auch was die Form angeht, ihr seht, der Körper ist so leicht gebogen und läuft wunderbar in diesem langen Schwanz hier aus. Auch ein schöner, schlanker Kerl, nicht übertrieben fett, vor allem auch nicht das Becken. Also da gibt es andere Geschichten auf dem Markt. Vielleicht hätte auch hier das Steiß oder das Sitzbein ein bisschen kräftiger ausgearbeitet werden müssen, gerade weil es hier doch relativ flach nach hinten geht. Sowas wie eine Kloake wäre vielleicht auch mal originell gewesen. Hier ist die Bestempelung von Schleich. Designed in Germany, Copyright von 2023. Und auch dieses gebürstete Braune zieht sich halt hier komplett über die ganze Figur. Vielleicht ist es auch ein Wash, wobei es für mich tatsächlich eher wie so drüber gebürstet aussieht. Ich kann es euch nicht so genau zeigen. Also, der Konkavenator von Schleich, er steht wie eine 1, also ist bombig. Sehr schlankes Kerlchen in einer, wie ich finde, doch dynamischen Pose. Ja, also das kannst du schon angucken. Der ist nicht schlecht. Sag ja, wenn die Farbe stört, du kannst es repainten. Ich glaube, da kannst du noch einiges rausholen. Es hat ein ziemlich bunter Kerl. Und wie schon gesagt, wir waren alle nicht mit dabei. Vielleicht war es ja tatsächlich so. Ja. By the way, was ich hier vermisse, sind vielleicht auch die Proto-Federn an den Armen. Auch das hätte man hier noch mit dazu machen können. Zumindest ganz leicht angedeutet. Gibt ja auch Modelle, wo man hier überall Protofedern noch entdecken kann, auf dem Segel, am Körper. Auch da bin ich sehr gespannt, was die Forschung in Zukunft noch bringen wird. Aber ja, ja, ich stelle hier mal den Konkavenator von Papo daneben, von der Konkurrenz. Da waren die Sammler auch nicht unbedingt glücklich. Die Bemalung ist hier auch nicht wirklich besser. Hier seht ihr auch mal schön, wie matt der Papo Konkavenator eigentlich kommt, wenn ihr eine Schleichfigur daneben stellt. Ne? Die Farben sind halt hier viel frischer und kräftiger. Hier ist alles eher ein bisschen matt gehalten. Hier seht ihr den fehlenden Übergang zwischen diesen beiden Höcker. Auch hier Osteoderme, die mir hier viel besser gefallen.
als diese Kaffeebohnen hier. Also von dem her. Und ja, diese Protofedern, die man hier sieht, ja, also das ist dann auch nicht unbedingt Welle Wahnsinn oder sowas hier oben. Auf das hat man hier verzichtet. Also ich bin überzeugt, würde man ihn hier repainten, vielleicht nicht ganz so bunt, aber dafür diese Segel schön betonen. Ich glaube, hier hat man das bessere Modell. Denn hier treten auch keine Rippen aus dem Brustraum. Zumindest sieht es ja aus, ja. Sollen Schuppen sein, aber ja. Gut, also ich glaube, ich werde die zwei auch nochmal miteinander hier drehen lassen. Ansonsten muss ich sagen, der Concavenator meiner Meinung nach nicht das schlechteste Modell. Claro, man kann sich über die Farben aufregen, man kann sich über das ganze Modell aufregen, aber mein Gott, ist immer noch eine Spielzeugfigur, ist auch nicht allzu teuer. Und ihr könnt ihm auch ein Beutestück hier ins Maul klemmen, denn der Kiefer, zumindest hier bei meiner Figur, ist wirklich kräftig, der kann was halten. Ich probiere mal was. Mein Rupimeter ist richtig schwer. Ne? Ich klemme ihm das hier jetzt mal ins Maul. So, jetzt passt mal auf. So, schaut mal. Das hält der. Okay? Der hält das Ding. Jetzt nehmen wir hier mal den Concavenator von Papo. Ne? Ich klemme es ihm hier mal ins Maul. So, Achtung, ich gehe hoch. Fällt sofort raus. Okay? Also, so viel dazu. Gut, also, ich werde Concavenator hier jetzt nochmal drehen lassen. Geöffnetes Maul, geschlossenes Maul mit dem Papo auch nochmal zusammen. Ach übrigens, komm, wie sieht denn der im Rebor-Wald aus? Ja, hier kannst du wirklich sagen, in Farbe und bunt. Ne? Also, ja, er ist wirklich sehr, sehr, sehr bunt. Aber kommt gar nicht mal so schlecht, wenn ihr hier eine Base noch mit dabei habt. Kann ich ihn so rum noch draufstellen? Ja, durch die großen Füße? Ja, das geht auch. Also, er ist schon sehr, sehr, sehr auffällig. Der bunte, smaragdgrüne Concavenator von Schleich. Ich stelle ihn hier noch auf den Felsen drauf. So, komm, hier. King on the Hill. Auch nicht schlecht, aber ja, auch nicht wirklich optimal. Ne? Gut, also. Dann würde ich sagen, sind wir hier durch. Der neue Concavenator von Schleich für 2024 mit der Nummer 15041. Wer es bunt mag, wer damit leben kann, holt sich hier mit Sicherheit nicht die schlechteste Figur ins Haus. Ja, und dank der Farben, der verrückten Farben, kann man auch hier sagen, die Uhrzeit war wild und keinesfalls schwarz-weiß. Gut, dann freue ich mich, dass ihr reingeschaut habt. Grüßchen an Schleich. Grüßchen an alle, die hier zugeschaut haben. Wir sehen uns wieder im nächsten Video. Bis dahin. Ciao, tschüsschen. Euer Rupi. Yay. Thank you.